Aufgrund der Vorkommnisse vom vergangenen Sonntag in Hamburg sah sich der Verein Hansa Rostock genötigt, die aktive Fanszene zu einer offiziellen Stellungnahme zu bewegen. Am gestrigen Donnerstag veröffentlichte die Ultraszene des FCH dann tatsächlich ein Statement über die offizielle Seite des FC Hansa Rostock, welches wir in diesem Video zitieren wollen. Zitat: Fanszene Rostock zu den Ereignissen beim Spiel gegen den FC St. Pauli. Bei aller Brisanz und Bedeutung, die das Spiel gegen diesen Verein für uns als Fanszene hat, machen wir es kurz. Die Geschehnisse am vergangenen Sonntag haben Grenzen überschritten, waren einfach nur dumm und idiotisch. Das Inkaufnehmen von Verletzungen unbeteiligter Personen und das Zerstören von Toilettenanlagen ist kein Teil unserer Fankultur. Alle Beteiligten müssen sich hinterfragen, ob sie sich der Tragweite und der Konsequenzen ihres Handelns bewusst sind. Derartige Vorfälle schaden nicht nur unserem Verein, sondern auch uns als Fanszene in erheblichem Umfang. Wir bedauern, dass durch die Handlungen Personen verletzt wurden und wünschen diesen eine gute Besserung sowie baldige Genesung. Uns ist bewusst, dass ein Statement die Ereignisse nicht rückgängig macht. Daher können wir nur durch intensive Gespräche innerhalb der gesamten Rostocker Fanszene dafür sorgen, dass in Zukunft die Grenzen unserer Fankultur eingehalten werden. Darüber hinaus wird die Fanszene einen Teil dazu beitragen, den finanziellen Schaden für den Verein zu mindern. Zusätzlich zu den im letzten Jahr bereits gesammelten Spenden von ca. 100.000 Euro wird die Fanszene als erste Maßnahme die eigentlich für Choreografien gesammelten Spenden bei den letzten Heimspielen in Höhe von 10.000 Euro an den Verein überweisen. Wir appellieren an dieser Stelle eindringlich an alle, in Zukunft einmal mehr über das eigene Handeln nachzudenken und sich ihrer eigenen Verantwortung gegenüber unserem FC Hansa und unserer Fanszene bewusst zu werden. Fanszene Rostock im März 2023.